10 Steine. Schau, was hat 10 Vasen her. Jeder Blumentopf ist fertig. Toll! Jetzt musst du den Blumentopf an einen Ort mit viel Sonnenlicht stellen. Und ihn mit Erde und Kompost füllen. Ach, okay. Wenn du soweit bist, pflanze diese Blautropfen ein. Es ist eine meiner Lieblingsblumen. Nimm den Samen und etwas Kompost. Blumentopf mal machen. Du hast ein neues Rezept. Kompost. Und zu den Topf und pflanze den Blautropfen Samen. Quatsch, das wollte ich nicht. Einen Blumentopf. Pflanzen. Wie stelle ich den Kompost her? Oh shit. Ach cool, sieht jedes Mal anders aus. Ja, okay, fast jedes Mal. Oh, meine Nutzpflanzen werden fertig. So, dann machen wir mal, bauen wir mal Weizen an. Ja, das geht halt sehr schnell, wie die Sachen danach wachsen. Aber jetzt so schnell sind sie auch wieder weg. Okay, das Feuer hier brennt immer noch. Jetzt dachte ich gerade, das Feuer wäre ausgegangen. Oh, giftige Flüssigkeit. Willst du mal schauen, ob ich die Blumen auch gießen kann? Ah ja, das geht. Finde ich gut. Und jetzt? Was? Ich hab die noch nicht beendet. Ja, stimmt. Habe ich jetzt echt das Falsche? ja. Ich kenne mich aus.
Ja, stimmt, ich habe echt die Krise. Also, ich bin schon echt lustig, wenn ich das mal so sagen will. Ich lese die Sachen und pflanze dann doch noch was anderes ein. Beschreibungen sind falsch. Die Beschreibungen sind falsch. Das ist das Problem. Darum habe ich es falsch ein. Weil jetzt habe ich auch keine Chrysanthemen, sondern Löwenzahn. Boom, boom, bude, boom. Was ich aber auch brauche. Das ist ja ärgerlich. 150. Ja, kann ich verstehen. Oh, meine Nutzpflanzen werden fertig. Ja, aber den Kirschen muss man schon daher sein. Ja. Oh nein, die Schafe fressen meine Blumen. Was ist denn der Schaf? Na du? Bleibst du wieder bei mir? Ich habe es geschafft. Alter, was für ein Fail, dass es falsch benannt ist. Ist ja mal richtig nervig. Jetzt schon wieder? Na, gute Stupidity. Genau. Der Samen wächst bereits. Fantastisch. Bald wird er zu einer Blume, die ausgraben und dann verpflanzen kannst, wo du willst. Blumen können nicht sterben. Du kannst deinen Garten mit ihnen schmücken oder sie anderen Menschen schenken. Hast du schlechte Träume, Arco? Manchmal habe ich Albträume. Eine Stimme spricht zu mir. Wer ist das? Das ist die Stimme des Schattens. Lass ihr nicht zuhören. Sie versucht dich zu verwirren und dir Angst zu machen. Angst kann sehr gefährlich sein, besonders für magische Wesen wie uns. Angst kann die allerschlimmsten Monster erschaffen. Schau. Ein Anhänger leuchtet. Monster! Besiege die fleischfressenden Pflanzen.
So. Die Monster kommen nicht aus dem Nichts. Sie werden aus dem Kristall geboren und von deinen Ängsten angelockt. Das wusste ich nicht, die ganze Zeit schon. Diese Angriffe, ich habe sie ausgelöst. Sie entstehen aus deinen Ängsten. Magie ist eine Kunst, die nur schwer zu beherrschen ist. Manchmal führt sie zu unerwarteten Ergebnissen. Kann ich das verhindern? Ich bringe dir ein Gebet bei. Es wird dir helfen, Frieden in dein Herz zu bringen und die Angst zu schwächen. Es wird dich beschützen, aber die Wirkung dauert nicht ewig an. Was muss ich tun? Du brauchst eine Kerze und ein paar Blautropfenblumen. Nimm sie mit zum Kristallaltar und sprich ein Schutzgebet. Kristall, gib mir deinen Schutz. Halte meine Ängste in Schach. Lass die bösen Träume verblassen und meine Monster ruhen. Ich habe ein neues Gebet gelernt. Eine Kerze. Wie kann ich eine Kerze herstellen? Ja. Level up. Ja. Oh oh. Ich atme deine Seele und stärke deinen Geist. Du wirst mächtig sein. Sehr mächtig. Nein, danke. So, was wollte ich herstellen? Ja, aber wie kann ich jetzt eine Kerze herstellen? Okay, Schafswolle, Löwenzahn. Okay, das brennt immer noch. Ja, ich muss mal wieder in die Mine.
Aber dass ich selber keine Saat herstellen kann, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Hier bin ich irgendwo Pflanze. Werfen die dann irgendwie Saat ab? Nee, die ist dann einfach nur da. Blöd. So, jetzt brauchen wir Sonnenblumen. Ja, da ist er. Endlich. Und ein Blumen dabei. Ich habe Hunger und schlechte Laune. Mama sagt mir, ich sollte zu einem Planeten kommen, um zu essen. Ich hoffe nur für dich, dass es fertig ist. Hier ist es. Was? Die haben mir jetzt gerade die Hälfte meiner Karotten geklaut? Das ist doch ein Witz. Sogar über die Hälfte der Karotten. Ey. Dieser schmierige Kudo hat sein Geschäft in gute Hände gelegt. Mein Essen wurde gestohlen, ja. Geil. Zieh doch ein paar Steine aus der Mine für etwas. Und das bei, ja. Hä? Ja, aber, hä? Er ist doch schon wieder da. Ey. Das ist ein Witz, dass über die Hälfte meiner Karotten geklaut werden von denen. Dann konnte ich nicht mal was dagegen machen.